Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einem neuen Let's Play hier bei Hunter und Kron. Heute mit Cool Runnings. Bei Ravensburger ist es erschienen. Der Autor ist Olivier Mahy. Ab 8 Jahren, also ein Familienspiel für 2 bis 4 Spieler und 30 Minuten dauert das Ganze ungefähr. Und es ist ein Spiel mit echten Eiswürfeln. Die werden natürlich nicht mitgeliefert, die muss man dann schon zu Hause selber machen. Aber Wasser wird man ja wohl finden. Ja, aber es gibt natürlich die Förmchen. Diese Förmchen, die gleichzeitig, schon clever gemacht, die Förmchen für die Eiswürfel, die gleichzeitig der Abtropfschutz. Und es gibt auch eine Pipette, mit der man exakt, wenn man jetzt 2 mal 3 mm, also wirklich hier auf Turnierlevel spielen will, dann kann man die auch exakt hier abfüllen, damit wirklich alle exakt gleich sind. Ja, darum geht es hier nicht. Nach Augenmaß genommen. Und ja, es geht natürlich darum, hier diese echten Eiswürfel jetzt über einen Parcours, ein Rennspiel mit Eiswürfeln, den ins Ziel zu bringen. Allerdings gibt es natürlich auch Angriffe. Wenn man auf so ein Lavafeld kommt zum Beispiel, dann wird eine Karte gezogen und der Mitspieler darf da einen Eiswürfel angreifen mit fiesen Sachen wie rubbeln, pusten, in die Hand nehmen und damit erwärmen. In Wasser reinwerfen. Da wird er natürlich immer kleiner und wenn kein Eiswürfel mehr da ist, dann hat man auch verloren. Also entweder wir sind jetzt nur zu zweit, ich wette zu viert ist das Ganze, die Gaudi noch größer, aber unsere Aufgabe ist es halt entweder den Eiswürfel des anderen zum Schmelzen zu bringen oder den eigenen Eiswürfel ins Ziel zu bringen. Und auf diesen Karten sind immer 2 Sachen, entweder ein Angriff oder eine Bewegung und man muss sich immer entscheiden, entweder oder. Ja. Wie viele Karten kriegen wir denn am Anfang? Wir haben immer 4 Karten. Ziehen noch immer auf 4 Karten nach. Ach ja, und natürlich habe ich eine ganz wichtige Regel, die wir noch gar nicht verraten. Wenn du einen Angriff spielst, ja, kannst du dich auch verteidigen, indem du nämlich, wenn du angegriffen wirst und du hast dieselbe Karte mit demselben Angriff, kannst du die als Verteidigung spielen und lenkst dann den Angriff quasi wieder auf einen anderen Spieler. Beim 2-Personen-Spiel natürlich klar wieder auf den Angreifenden, der aber auch wieder die Karte spielen kann, um sie dann wieder zurückzulenken. Also im 4-Personen-Spiel kann das natürlich auch gegen andere Leute dann gehen. Ne? Also das heißt... Wer fängt denn an? Ja, du darfst einfach mal Ich fange an. Ja. Ich möchte dich, glaube ich, direkt mal angreifen. Was? Du greifst mich direkt an? Die Hand nehmen, oder? Oh, wow, wow, okay. Das ist sozusagen, das bedeutet jetzt, du darfst mich jetzt in die Hand nehmen. Und ich muss bei solchen Sachen natürlich, darf es nicht ewig lang in die Hand nehmen, also quetschen. Wer bist du? Ja, ich bin der Grüne, ja. Und ich muss jetzt zählen, und zwar 1 Eiswürfel, 2 Eiswürfel, 3 Eiswürfel, 4 Eiswürfel, 5 Eiswürfel, 6 Eiswürfel, 7 Eiswürfel, 10 Eiswürfel. Nein, das ist nicht das mit der Hand. Da zähle ich bis 10 Eiswürfel. Sehr schönes, frisches Wasser. Es gibt auch noch das, was du gemacht machen wolltest. Das sieht aber ein bisschen anders aus. Das ist die Quetschung. Das ist ein richtiges Spiel für den Sommer, ehrlich. Da kann man sich so den Eiswürfel dann. Lass mich gleich mal angehen. Es gibt einen Ablagestapel. Ja, ich dachte, die sind. Das darfst du wieder 2. 1 nachziehen. Achso, ich hätte natürlich. Ich hätte jetzt mich auch verteidigen können, aber konnte ich nicht. Ah ja. Du greifst mich einfach an. Komm, das gibt's doch einfach gar nicht. Nee, komm, ich werde jetzt einfach mal zeigen, das Spiel ist eigentlich soll man ja. Wir müssen ja auch mal laufen, ne? Ja. Das wäre übrigens das gewesen, ne, was du hast machen wollen. Das wäre in 2 Hände nehmen, dann muss der Gegner raten und wenn er falsch rät, dann geht das Ganze von vorne los. Aber ich laufe jetzt einfach mal 2, 1, 2. Und auf dem Spielplan gibt es halt auch noch so ein paar lustige Sachen. Wenn man hier drauf kommt, dann darf man einfach 2 Felder weiterlaufen, dann geht es zurück. Und es gibt solche Eisgefängnisse, da ist man geschützt vor Angriffen. Dein Feld zählt aber mit, oder? Nein, genau, es wird übersprungen. Komplett übersprungen. Es wird komplett übersprungen. Das heißt, wenn du 2 hast, du hast jetzt 2. Es läuft ein 3, oder? Aber dann wird das nicht mitgezählt. Ne? Dann wird ja, hier. Ich möchte auch nicht auf das Lavafeld. Ach stimmt, das stimmt. Das 2 plus 2 ist ja vergiftet. Schnell, weiter, wir schmelzen. Ja. Wer schmilzt, verliert, heißt es übrigens hier. Ja, okay, wenn du jetzt einfach vorgestellt hast, greife ich dich mal an. Guck mal hier. Hier mit der Pipette werde ich dich jetzt angreifen. Mach. Willst du? Ja. Das bedeutet, ich darf jetzt 3 mm Wasser aufnehmen. Achso, ja, Pipette macht mir nichts. Wo verteidige ich nicht? Ich glaube, es macht mich eher stärker. Was? Du meinst, das wird. Das Wenn man es im Winter spielt, muss man da aufpassen. Ja, stimmt, da könnte man ihn stärken. Das gibt es geil eigentlich bei Minustemperaturen. Draußen. Ist das dann. Natürlich härter kann man es nicht machen, wenn man das Wasser noch erwärmt. Hier heißt es kochendes Wasser. Ja. Jetzt bin ich dran. Hä? Ja, ja. Ich werde einen Angriff spielen und dich ins Wasser werfen, glaube ich. Kannst du was dagegen tun? Doch, ja, ich lenke es gegen dich. Haha! Guck mal, das funktioniert so. Also ich werfe dich rein und du musst dich wieder rausfischen. Geh mal schön baden. Aber man sieht, ne, das ist natürlich so wasserabweisendes Material. Bist du trotzdem dran, oder? Ja,
Und du darfst auch nachziehen? Oder ja, man zieht immer Zug wieder nach. Ach so, nee, erstens, stimmt, erstens ja, am Zug. Richtig, immer sehen, dann. Ja, klar, man hat sozusagen eine Karte weniger. Du jetzt quasi abgewehrt hast du jetzt eine weniger. Mal ein. Oh, das ist Mist. Ja, gut, ich bin voll klein schon. Egal, komm, ich riskiere es. Ich mach 3. 1, 2, 3, geh auf die minus 1 und geh zurück. Übrigens natürlich, was wir bislang noch nicht gemacht haben, man kann halt auch mit dem Gegner ziehen. Das ist halt klar, auch geil. Ne? Man kann natürlich jederzeit einen Gegner irgendwo. Aber jetzt bin ich aufs Lavafeld gekommen und jetzt darfst du einen beliebigen Angriff spielen. Oh. Das ist das in die Hand nehmen. Das ist gar nicht gut, ja. Das heißt, du nimmst ihn jetzt in die Hand unter dem Tisch und ich muss raten. Das ist so omnomnom. Das hätte ich, das ist tödlich für mich. Aber du darfst nicht so lang. Das ist ja, und? Da. Ja, okay. Ah, sehr gut. Die Karten sollten auch laminiert sein. Na okay, ich bin dran. Ich spiele einfach eine plus 4. 1, 2, 3, 4. Und dann noch plus 1. Boah, jetzt bist du voll weit weg. Aber der Spielplan ist laminiert. Dem passiert ja, so schnell nichts. Das passiert nicht so schnell. Ja. Darf ich aber nachziehen? Hm. Okay, dann greife ich dich an mit einer Rubbelattacke. Die verteidige ich. Die lenke ich wieder gegen dich. So, und jetzt musst du halt einen Eiswürfel bis 10 Eiswürfel zählen. Achtung. Ein Eiswürfel, zwei Eiswürfel, drei Eiswürfel, vier Eiswürfel, fünf Eiswürfel, sechs Eiswürfel, sieben Eiswürfel, acht Eiswürfel, neun Eiswürfel, zehn Eiswürfel. Es wird ganz schön kalt an der Hand. Ja. Ich versuche nochmal zu laufen. Nee, du bist ja dran, oder? Ach ja, nee, du hast mich angegriffen. Ja, ich hab dich angegriffen, stimmt. Ich bin dran. Ja. Ich laufe drei Felder, weil ich gerade so wenig Karten habe. Und jetzt ziehe ich wieder zwei nach. Du wirst nicht ins Ziel gelangen. Hier, ich werde dich mit Salz attackieren. Warte, Salz. Okay. Was machen wir? Einfach Salz drauf. Ja, Salz erhöht ja den Schmelzpunkt. Es reicht. Eine Prise, eine ordentliche Prise. Eine Prise, mein Gott. Das frisst sich jetzt so richtig rein, siehst du das? Guck mal, das kannst du richtig sehen. Ich will dich auch ins Wasser werfen. Bin ich überhaupt dran? Ja, du hast mich angegriffen, ich will dich ins Wasser werfen. Ich habe eine Verteidigung. Ich habe so bunte Karten. Halt, das bin ja ich, ja doch, richtig. Und Chuck, aber das könnte jetzt wirklich gut für dich sein, weil es das Salz abwäscht, weißt du? Jetzt bin ich dran. Ja, ich muss jetzt mal aufholen. Es kann auch nicht sein, dass du. Komm, ich spiele jetzt auch eine Viererkarte. Ich mache so wie du. 1, 2, 3, zack, 4. Ich kann halt nicht vernünftig mit dir laufen. Dann müsste ich. Okay. Ich spiele eine Viererkarte. 1, 2, 3, 4. Und bin kurzzeitig geschützt. Ja, das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen. Dann spiele ich eine Zweierkarte und lauf mit dir. Ich bin so verrückt. 1, 2. Was gibt's denn? Den kannst du übrigens auch nicht verteidigen. Ins Wasser. Ja. Wieder. Ja. Guck mal, du bist schon echt viel kleiner. Ja. Gib das her. Du willst halt, aber ich meine, das ist natürlich eine Strategie, vor allem zwei Personen spielen einfach halt voll auf Ziel. Ich meine, wenn der eine voll auf Ziel rennt. Ich habe immer Regenbogen und da habe ich mich nicht getraut. So. Aber jetzt werde ich vielleicht einen Angriff wagen und greife dich mit der Hand neben an. Okay. Hast du nicht? Nee. Okay, jetzt wieder quetschen. 1 Eiswürfel, 2 Eiswürfel, 3 Eiswürfel, 4 Eiswürfel, 5 Eiswürfel, 6 Eiswürfel, 7 Eiswürfel, 8 Eiswürfel, 9 Eiswürfel, 10 Eiswürfel. Ich spüre mal, ja, alles Wasser. Ja, alles ich meine, das ist natürlich aber auch ein bisschen gemein. Natürlich, wenn natürlich so richtig, es steht nicht, dass man so richtig pressen kann. Nee, ich habe auch nicht richtig gepresst. Ich habe so locker in die geschlossene Hand genommen. Okay, ich komme dran. Ja, ich muss dich irgendwie. Komm jetzt, okay. Um es alles mal sehen zu können, jetzt mache ich den Hauchangriff. Na, den wehre ich ab. Ach komm, ey. Na gut, das heißt, du machst mich jetzt hauchen, das ist auch so. Wie lange bist du 10? Bis wieder 10 Eiswürfel. 1 Eiswürfel, 2 Eiswürfel, 3 Eiswürfel, 4 Eiswürfel, 5 Eiswürfel, 6 Eiswürfel, 7 Eiswürfel, 8 Eiswürfel, 9 Eiswürfel, 10 Eiswürfel! Lecken wäre gut. Aber dann ist Salz dran. Ja. Da steht extra in der Anleitung, man sollte Salz nicht essen. Es sei gesundheitsschädlich. Okay, das war mein Angriff, der nicht funktioniert hat. Du bist dran. Das darf ich nicht nachziehen. Ich werde dich nochmal in die Hand nehmen. Okay. Ja? Alles klar. Und los! 1 Eiswürfel, 2 Eiswürfel, 3 Eiswürfel, 4 Eiswürfel, 5 Eiswürfel, 6 Eiswürfel, 7 Eiswürfel, 8 Eiswürfel, 9 Eiswürfel, 10 Eiswürfel! Ich bin auch schon so unförmig. Sehr gut. Eieieiei. Ich ziehe zwei Karten nach. So, Angriff! Ja, mit was? Mit Pipette. Kann ich nichts machen. Oder möchte ich nichts machen? Das
wirst es noch bereuen. Die Pipette ist auch nicht ohne. Das Wasser hat auf jeden Fall, keine Ahnung, das ist vielleicht 10 Grad. Guck mal, ich werde jetzt in deine offene Salzwunde. Kommt jetzt hier nochmal ein Schwall Wasser. Nicht so gut. Ich mache einfach viel, ich laufe 2. Du läufst einfach 2. Ist aber nicht geschützt. Nee. Nochmal Salz. Salz war hart, glaube ich. Härter als ich dachte. Hört man so richtig? Feuerzeug, aber das ist halt kein Kinderspiel. Ne? Das stehe ich. Ja. Kann man dann als Haus regeln. Ne? Kann man das ja auch anders interpretieren. Darfst du dann schon vor. So. Ja, mit diesem, weißt du, es gibt doch diese Grill, Gas. Ja, Grillanzünder. Ja, diese, gut, das ist ja schon Gas. Harte Folter. ich gut. Bin, du hast ja, mich ja. Gesalzt. Dich eingesalzen, ja. Ja. Guck mal, hier. Guck mal, wie Kron hier zerfressen wird. Ich glaube da nicht so stark dran, aber ich tue dich nochmal anpusten. Okay, bitte, ja, ich kann nichts machen. Ein Eiswürfel, 2 Eiswürfel, 3 Eiswürfel, 4 Eiswürfel, 5 Eiswürfel, 6 Eiswürfel, 7 Eiswürfel, 8 Eiswürfel, 9 Eiswürfel, 10 Eiswürfel! Ich weiß nicht, vielleicht kannst du, glaube ich, auch so einen Tunnel machen. Ja, keine Ahnung, was da ist. Das ist, glaube ich, das ist skillabhängig. Ja, mein Atem ist schon heiß. So, was mache ich? Ich muss jetzt auch mal was. Also, ich kann doch nicht angehen, dass ich. Na, guck mal, ich weiß, was ich mache. Ich. Ah, nee, scheiße. Ja, doch. Nein. Das passt alles nicht. Ah doch, guck mal, ich weiß, was ich mache. Ich laufe einfach wieder mit dir und bring dich einfach wieder in die. Das kannst du nicht abwehren. Das ist halt gut. In die Hand nehmen. Die Hand nehmen, ah, sehr gut. Sehr gut. Okay. Ein Eiswürfel, 2 Eiswürfel, 3 Eiswürfel, 4 Eiswürfel, 5 Eiswürfel, 6 Eiswürfel, 7 Eiswürfel, 8 Eiswürfel, 9 Eiswürfel, 10 Eiswürfel. Zurück da, los, rein da. Ach ja, es rinnt einem durch die Finger. Okay, aber es ist, ich habe dir immerhin trotzdem ein Feld weiter zum Ziel gemacht. Du rettest dich noch unter die Ziele. Ich sehe schon. Es gibt da leider nicht so viele Minuskarten. Ich werde dich in die Hand nehmen. Ja, kann ich nicht machen. Ein Eiswürfel, 2 Eiswürfel, 3 Eiswürfel, 4 Eiswürfel, 5 Eiswürfel, 6 Eiswürfel, 7 Eiswürfel, 8 Eiswürfel, 9 Eiswürfel, 10 Eiswürfel. Also so ein Handtuch ist schon auch kein schlechtes. Ja, muss man schon eigentlich haben, haben wir jetzt nicht. Ja. Jeans. Ich kann dich nicht mehr einholen, glaube ich. Ich werde dich einfach, muss ich schmelzen lassen. Ich werde dich anpipetten. Anpipetten wieder. Ich kann nichts machen. Was hast du denn für Karten? Ja, diese. Okay, hier. Oh Gott. Guck mal hier. Das sieht man richtig, dass es reinfrisst. Ich schmelze so ein Loch in die Mitte. Ich bin eindeutig kleiner als du. Ich muss mich beeilen. Ich laufe 2 Felder. 1, 2. Okay, ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen. Hier. Wehr ich ab. Habe ich noch mal. Nein. Okay. Nein. Ja, rein da. Oh, guck mal, scheiße. Okay. Brauchen eigentlich echt. Ja, echt. Wir müssen gleich sein. Ja. Die Karten können wir einigermaßen so. Das war dein Angriff, gell? Ja. Gott, guck mal, du hast hier alles. Ich laufe jetzt 3. 1, 2, 3. Guck mal, wie schon so. Ja, es schwappelt schon. Aber noch ist eindeutig ein Eiswürfel zu. Okay, ich probiere es nochmal. Nochmal Salz. Salz zurück. Yes. Kriegst du auch mal hier eine gute Prüfung. Okay, du bist dran. Und jetzt werde ich an dir, jetzt werde ich direkt noch rubbeln. Nochmal bei mir rubbeln? Ja. Oh, das kann ich nicht machen. Okay, dann zähl. 1 Eiswürfel, 2 Eiswürfel, 3 Eiswürfel, 4 Eiswürfel, 5 Eiswürfel, 6 Eiswürfel, 7 Eiswürfel, 8 Eiswürfel, 9 Eiswürfel, 10 Eiswürfel. Das ist mir gar nicht so gut, glaube ich, in die Hand nehmen. Oh, mein Eis. Hier, ich mache minus 2 bei dir, weil du das dann nicht abwehren kannst. Oh, anpusten. Okay, Achtung. 1 Eiswürfel, 2 Eiswürfel, 3 Eiswürfel, 4 Eiswürfel, 5 Eiswürfel, 6 Eiswürfel, 7 Eiswürfel, 8 Eiswürfel, 9 Eiswürfel, 10 Eiswürfel. Ja, ich glaube, das Anhauchen ist echt der schwächste Angriff. Der hat ja, ich glaube, das sieht man auch daran, dass das halt nur die 1 ist. Das sind einfach die schwachen Karten. Während halt dieses, wo man raten muss, ist meistens die 4er. Ich werde dir jetzt eine Pipette reinknallen. Ah, das werde ich ab. Scheiße.
Ja. Ja, das ist eine gute Regel mit diesen, dass man die Angriffe abwehrt. Da muss man sich das echt überlegen. Ah, guck mal, du. Guck mal hier, der Kron, der ist schon mehr als die Hälfte ist er schon zusammengeschmuggelt. Ich komm dran. Ja. Ah, was mache ich denn jetzt? Ach komm, noch mal eine Prise Salz. Die gebe ich zurück. Ach nein. Wie gesagt, vorher hatte ich mir mit dem Salz und Glück, dachte ich, das hält diese Glücks, diese Salzsträhne. Das Salz ist echt. Okay, ja gut, du bist dran. Jetzt gehe ich mal zwei Felder. Okay, dann gehe ich noch mal ein Feld mit dir und bist wieder im Salz, jawohl. Nein. Ja. Ordentlich gesagt. Ich nehme dich in die Hand. Ja, oh, kann ich leider nicht verhindern. Ein Eiswürfel, zwei Eiswürfel, drei Eiswürfel, vier Eiswürfel, fünf Eiswürfel, sechs Eiswürfel, sieben Eiswürfel, acht Eiswürfel, neun Eiswürfel, zehn Eiswürfel. Mach ich denn jetzt? Sehr gut. Ja, ich versuch's nochmal damit hier. Hast du das? Ja, nee. Ja. Oh Gott. Da. Ah, verdammt. Ja, du bist so gut in diesem ich denk, dass du denkst, dass ich denk. Das sind eigentlich die beste Chancen, einen richtig. Ich meine, du hast nicht mehr weit, ne? Das ist auch bedenken. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ich lauf mit dir minus zwei. Und jetzt kriegst du den Angriff hier. Jetzt darf ich dich in die Hand nehmen. Der. Ah! Der. Oh. Ja. Nicht gut. Okay, jetzt müssen wir kurz mischen. Oh, wir müssen mischen, ja. Oh, ich lasse hier mal zu. Vor dir ist nass. Das ist natürlich das Einzige, was sozusagen ein bisschen unbalanced ist. Ja. Die Leute, die natürlich kurz vorm Schmelzen sind, da kannst du richtig auf Zeit spielen, wie beim Fußball. Ja, genau. Ich muss mal auf die Toilette, ganz dringend. Ich kann es mir nicht mehr verkneifen. Ja. Wartet mal kurz, bis ich wieder da bin. Reicht. Okay, wessen Angefahr ist? Ja, ich du bist zurückgelaufen mit mir. Ja, man braucht auf jeden Fall Handtuch. Und man muss aufpassen, dass man das beim Rausholen quasi nicht das Wasser ausgibt, das da unten extra reinläuft. Was mache ich denn jetzt mit dir? Ich mache nochmal Pipettenangriff. Dem hast du nichts entgegenzusetzen. Nee, tatsächlich nicht. Scheiße. Okay, ich laufe nochmal zwei. Du schaffst es noch ins Ziel. Da ist noch ein Eiswürfel. Ich kann da definitiv nicht mehr rankommen. Also ich muss dich zum. Also meine einzige Chance ist, dich zum Schmelzen zu bringen. Okay. Ja. Ich hauch dich an. Okay. Ein Eiswürfel, zwei Eiswürfel, drei Eiswürfel, vier Eiswürfel, fünf Eiswürfel, sechs Eiswürfel, sieben Eiswürfel, acht Eiswürfel, neun Eiswürfel, zehn Eiswürfel. Gottes Willen. Okay, aber ich muss jetzt treffen. Ich muss das jetzt probieren. Ach, jetzt hast du dich auch noch da rein manövriert. Aber gut, okay. Ich habe aber eine Chance. Hier, minus eins. Aber das wird nicht reichen. Du wirst, glaube ich, dich mit deinem letzten Ding durchs Ziel retten. Aber jetzt kriegst du nochmal einen so lang. Oh ja, geil, nochmal ins Wasser geschmissen. Das kann ich nicht abwehren. Kannst du nicht abwehren. Okay, Achtung. Weil es nämlich zu klein ist, dann kann man manchmal, irgendwann findet man es nicht mehr. Habe ich auch schon gehabt. Gespielt in Nürnberg, da war es dann so winzig. Es ist noch da. Ja, das fällt halt irgendwann, das ist auch ganz cool gemacht. Das hat halt solche, ja, das fällt halt irgendwann durch. Und dann ist es halt weg. So. Ja. Aber jetzt bist du halt okay, dran. Ja. Ne? Ja, aber sehr cool. Ja, guck mal, es ist nur noch so ein Ich glaube halt auch zu zweit, also es ist halt definitiv ein Spiel, das musst du natürlich zu dritt oder zu viert spielen. Weil dann, also erstmal ist es natürlich cool, dass du dann auf die anderen das halt wenden kannst. Und dann ist halt so, wenn du führst, dann also hauen halt alle auf dich drauf. So, ne? Ist wäre halt nicht mehr lang gegangen. Ja, aber es ist tatsächlich witzig und funktioniert besser als gedacht. Also außer, dass tatsächlich alles nass wird. Ja, es wird nass. Und jetzt mal ein Handtuch. Ja, fantastisch. Ein witziges Spiel, muss ich sagen. Ja, eine und es war quasi ja jetzt eine Sonderausgabe zu BerlinCon, weil auf der BerlinCon soll es zu spielen gehen. Wobei wir uns selber immer wieder fragen, was die machen. Den Kühlpack mitbringen. Oder ich meine, gut, vielleicht irgendwie.
Ja, sind wir gespannt. Ich hoffe, dass es Eiswürfel geben wird, um Cool Runnings auch zu spielen, aber wir sind selber gespannt. Auf jeden Fall ein Partyspiel für die Sommerzeit. Ich denke mal auch Ravensburger, wenn die was rausbringen, dann ist es, glaube ich, auch recht schnell verfügbar. Also ich vermute, dass es dann auch wirklich dann zu kaufen gibt. Sollte jetzt im Sommer, sollte man, wenn man da das Sommer, den Sommer nicht mitnimmt, das wäre nicht gut. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, eine nette Eiswürfelschlacht. Ja, auf jeden Fall, ich glaube, zu dritt, viert ist das Ganze noch ein bisschen lustiger. Ja, aber das ist ja wieder noch so ein Ding, wo man jetzt nicht so viel nachdenken muss. Ja, okay. Ich glaube auch wirklich, zu zweit ist es halt, da kannst du halt eher so entwischen, so, ne? Aber wenn du halt zu dritt, viert, da wirst du halt, dann wenn du vorne, dann alle dich zurück und ja, das ist also witzig, sehr witzig. Ja. Cool. Danke fürs Zuschauen, abonnieren, kommentieren. Bis dann. Wir sehen uns auf der BerlinCon. Bis dann, mach's gut. Tschüss.